Also Betty K. Waldry, nur weil du Green in deinem Namen stehen hast, heißt das nicht, dass du gleich mein grünes Luftschiff fahren kannst. Und damit einen wunderschönen guten Tag, willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge, mein Dad, ich Speiskast. Heute werden wir auf jeden Fall mal wieder was ganz Besonderes tun. Und zwar haben wir natürlich unsere wunderschöne Windmühle, wo ich noch ein bisschen was aufklären muss, weil manche Leute haben gesagt, die haben so mit den Kommentaren geschossen auf meine Windmühle. Die haben gemacht auf meine Windmühle mit den Kommentaren, ja. Dabei ist es alles gar nicht halb so schlimm. Und zwar habe ich nämlich diese Windmühle gebaut, ja. Nicht Flo, nicht irgendwie was weiß ich, sondern ich, ja. Seht ihr das? Seht ihr diese Fackeln da zum Beispiel? Seht ihr diese Perfektion? Seht ihr diese Kanten hier? Das ist alles ein kleines Geschäft, was ich hier hingebaut habe, wo ich natürlich sehr viel Liebe rein investiert habe. Ich habe jetzt seit der letzten Folge leider den Eingang nicht umgebaut, deswegen müssen wir wahrscheinlich weiterhin noch ein bisschen so leben. Könnt theoretischerweise hier eine kleine Diamond-Schaufel nehmen und dann easy peasy vielleicht hier so einen kleinen Weg hinbauen, damit wir hier vielleicht so einen kleinen Übergang haben links rüber, ne? Und dann können wir hier vielleicht immer den kleinen Trampelpfad nehmen, statt da die ganze Zeit immer so komisch zu laufen. Falls uns das dann irgendwie nach einer Zeit zu blöd wird, können wir ja nach einer Zeit irgendwie einfach sagen, hey, okay, machen wir da irgendwie das Gras weg, beziehungsweise bauen wir halt irgendwie einen Kiesweg hin oder wir machen halt eben den Eingang auf der anderen Seite. Aber um ehrlich zu sein, habe ich gerade keine Lust, den Eingang von der anderen Seite auszumachen, weil das irgendwie ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, dann muss ich hier voll viel umbauen, dann muss ich wieder neu bauen. Da habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust drauf. Warte mal, guck mal, wenn hier ein Knopf an der Seite hängt, dann kann man das Gras hier unten gar nicht wegmachen. Also das ist natürlich der Wahnsinn. Ich habe sogar mit Knöpfen dekoriert, ja. Ich habe mir so viel abgeguckt von den Leuten. Ich bin da richtig stolz drauf auf meine kleine Windmühle. Das ist der Wahnsinn. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier unsere wunderschöne Windmühle. Vielleicht nehme ich sogar hier nochmal diesen Eingang weg. Ich habe gedacht, es sieht hübsch aus, aber dann habe ich es irgendwie doch nicht gemacht, ne. Aber ist jetzt auf jeden Fall egal. Jedenfalls müssen wir heute natürlich wieder ganz viele tolle Sachen machen, weil die... Nils ist da! Nils, der Postbote! Ich hab dich gar nicht gesehen! Oh, wow! Hey, Sir, Sie haben Post! Oh, dankeschön! Oh, was hast du mir da gegeben? Book and Quill! Hey, Roman, hier ist Gustav! Ich habe gehört, dass du eine riesige Windmühle aufgebaut hast! Ja, das stimmt, Gustav! Also, die Leute haben das auch schon gehört und du anscheinend auch! Anscheinend spricht sich meine kleine Windmühle ja schon richtig herum! Mit der kannst du richtig viel machen! Schau dir mal das Buch an, welches ich dir dazugelegt habe! Versuch dir mal einen Kohlofen zu machen und dann benutzt du mal das Feuerwerksding, welches dir zugesendet habe. Besuch uns übrigens demnächst mal wieder. Bis die Tage. Hauste, hauste. So, wir haben hier Actual Editions Manual, okay, das heißt, da steht also drin, was steht denn hier alles drin? Getting started, reconstructed laser transportation blocks that don't use RF, guckt euch das mal an, das sind alles Dings, Blöcke, die wir noch alle irgendwie herausfinden können, was die machen können. Es gibt zum Beispiel Blöcke, die Sachen platzieren, die Sachen irgendwie kaputt machen und so, damit kann man wahrscheinlich ein bisschen viel kaputt machen und wieder aufbauen, das heißt, irgendwie so eine kleine Redstone-Geschichte kann es wieder werden. Oh, guck mal, ich habe gerade eben SDRG gedrückt und dann werde ich unsichtbar, guckt euch, nee, warte mal, guck mal. Ich bin unsichtbar. Oh, lol. Wieso, warum bin ich jetzt unsichtbar? Guck mal, ich habe jetzt SDRG gedrückt und SDRG wieder weg. Und jetzt bin ich wieder da und jetzt bin ich wieder unsichtbar. Das sind ja voll die komischen Geister. Ja! Oh Mann, ist das komisch. Okay, warte mal. Das heißt, wir haben also hier jetzt komische Actual Editions. Das heißt, wir haben hier also jetzt eine Fireworks-Box bekommen. Was ist denn eine Fireworks-Box? Okay, eine Fireworks-Box kann man irgendwie wahrscheinlich benutzen. Aber ich glaube, warte mal, wenn wir jetzt hier lang gucken, mal zurückgehen, dann gehen wir mal Blocks that use RF. Dann haben wir hier Fireworks-Box. So. Die Fireworks-Box perfekt, New Year's when a place is supplied and then randomly generated. Okay, so, das heißt, diese Fireworks-Box braucht 300 RF, ja? Und ich glaube, RF ist also das, was Gustav in seinem Buch gemeint hat. Und zwar hat er nämlich geschrieben, ne? Versucht ihr mal einen Kohlofen zu machen. Warte mal, das heißt, wir können vielleicht sogar in dem Buch gleich nachsehen, wo wir vielleicht Dings RF generieren können. Das heißt, wir gehen mal nach hinten, ne? Und dann gehen wir mal einfach auf Blocks, that generate RF. Und dann haben wir hier den Solarpanel, den Heat Collector. Warte mal, was hat denn der mit dem Coal-Ofen gemeint? Warte mal, Coal. Das heißt, wir haben hier... Ah, der Coal-Generator. Na, sieh mal einer an. Der gute alte Coal-Generator. Wie wird der denn gebaut? Dafür brauchen wir Cobblestone, Iron Casing, ein bisschen Kohle. Iron Casing kann man sich ganz easy bauen aus irgendwelchen Sticks, Eisen und schwarzem Quarz. Quarz haben wir, glaube ich, noch da. Das heißt, wir können uns mal kurz schwarzes Quarz bauen. Und dann können wir mal schauen. Weil dieses ganze RF, das ist ja eigentlich die Energie, ja? Und Energie ist ja eigentlich ja nichts anderes als irgendwie, wie zum Beispiel unser Dings das gerade macht. Wir haben ja zum Glück schon Black Quartz am Start. Wir haben auch ein bisschen Iron Ingot. Wie viel Iron Ingot ich jetzt direkt brauche, weiß ich jetzt gerade nicht, ne? Das heißt, wir können hier nochmal ein bisschen Eisen mitnehmen. Wahrscheinlich brauchen wir, was brauchen wir nochmal? Wir brauchen wahrscheinlich Cobblestone, wir brauchen Eisen, wir brauchen Sticks und eigentlich nur Black Quartz. Und dann können wir hier eigentlich schon loslegen, ne? Das heißt, sie nehmen also, warte, das heißt, ich schaue mir das nochmal ganz kurz an. Also, das war irgendwie so, ne? Dann werden wir wahrscheinlich hier diese ganzen Eisen
Eisendinger hinbauen und in die Mitte einfach das Black Quartz, oder es war einfach wieder falsch platziert, weil ich nämlich der King bin im Craft. Aber es ist auf jeden Fall ganz cool, sich mal wieder mit den Mods hier ein bisschen zu beschäftigen. Das heißt, wir haben hier also das Iron Casing. Und das Iron Casing können wir jetzt so bauen, dass wir das in die Mitte packen und dann machen wir da ein paar Cobblestones hin. Ich habe doch gewusst, dass ich irgendwas vergessen habe. Unsere Cobblestone-Kiste ist natürlich hier, ne? Haben auf jeden Fall viele Cobblestones am Start. Ich liebe Cobblestones. Yeah. Vielleicht können wir später mal eine Maschine bauen, die irgendwie selber für uns Cobblestones baut, ne? Das heißt, Iron Casing hier nach oben. Und dann, was war da nochmal? Ich glaube, Sticks oder... Ne, Kohle muss dahin. Die Kohle haben wir gar nicht dabei, warte. Nehmen wir uns hier nochmal ein bisschen Kohle raus, ne? Können wir hier vielleicht ein bisschen wieder reinlegen. Wir haben übrigens schon richtig viel Dings wieder gefarmt. So, jetzt machen wir aber alles richtig. Jetzt machen wir die Kohle hier und da. Und dann machen wir hier nämlich die guten alten Cobblestone Renos. Und dann haben wir hier einen Coal Generator. So, für den Coal Generator müssen wir uns auch nochmal ein bisschen Kohle von hier rausholen, weil dieser Generator dürfte theoretischerweise jetzt eigentlich Kohle generieren, ja? Wir können uns das gleich nochmal ansehen, gleich nachdem ich euch etwas anderes gezeigt habe. Mist, da muss ich nochmal kurz nach Hause gehen. Und zwar habe ich euch ja versprochen, dass ich ja in der Windmühle jetzt das einrichten werde, was ich euch nochmal kurz zeigen wollte, weil ich das nämlich nicht einfach so machen wollte, ne? Übrigens, ich habe einen weiteren Bug gefunden. Wenn wir nämlich E drücken, dann haben wir nämlich hier unter dem Bucket, seht ihr das? Da ist irgendwie so ein Deposit Nearby Chest. Das ist auch irgendwie total buggy, keine Ahnung, warum das so ist, aber das Leben ist leider hart, ja? Es ist leider hart! Okay, warte, was wollte ich jetzt gerade eben machen? Ich überlege gerade. Ich wollte gerade, genau, in diese Kiste hier reingehen, ein paar Axles holen, ne? Hier, ich würde mal sagen, so 5, 6 Stück würden reichen, ne? Ein bisschen Gearbox wollte ich holen. Habe ich hier noch irgendwas hingelegt, was ich irgendwie vergessen wollte? Nein, ich wollte nichts vergessen, deswegen habe ich alles dabei. So, wir haben jetzt übrigens noch einen kleinen Knopf hier dabei, den müssen wir auf jeden Fall auch nochmal wegschmeißen, den brauchen wir gerade nicht in unserem Inventar. Guck, so haben die Leute Kommentare auf meine Windmühle geschmissen, weil sie nicht geglaubt haben, dass ich die selber gebaut habe, aber ich habe mich tatsächlich mal ein paar Stündlein hingesetzt, einfach mal rumprobiert. So, ihr seht, was ich gemacht habe, ich habe hier nämlich diese Axles so runtergenommen, die Axel dreht sich hier die ganze Zeit, ja, die dreht sich rundherum wie der Bus mit seinen Rädern drumherum, ja, ihr kennt das Lied. Auf jeden Fall platzieren wir jetzt einfach die Gearbox hier hin, ne? Und dann haben wir hier eine Gearbox, und wenn ich nicht alles falsch gemacht habe, dann dürfte ich eigentlich diese Kräfte hier übertragen. Aber so wie es aussieht, bin ich ein Minecraft-Noob und es funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Hä? Eigentlich muss es ja theoretischerweise funktionieren, ne? Also man hat ja eigentlich hier die Übertragung der Kräfte und es möchte, hä, warum will das nicht funktionieren? Bin ich etwa der Minecraft-Noob? Also theoretischerweise, sag mal, kann ich das also hier nur nach vorne? Aber wo, habe ich auch hinten so ein Loch? Nee, habe ich nicht. Hä? What the fisherino? Warum geht es nicht? Die Kraft wird doch voll... Ah, ich weiß warum, ich weiß warum. Pass auf, ich glaube, ich muss nämlich die Kraft einfach hier rein übertragen, nach oben hin, ja? Und dann wird es jetzt wahrscheinlich übertragen und jetzt kann ich so wahrscheinlich machen. What's going on, guys? Lock.zip hier. Was soll denn das? Warte mal, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss irgendwie so das Ding nach oben platzieren. So, jetzt möchte es sich drehen. Jetzt ist das ja der ganze Wahnsinn. So, jetzt dreht sich das jetzt auch und jetzt haben wir ein doppeltes Mühlwerk und das hier ist auch was, was RF generiert. Ja, hier dreht sich eigentlich alles um RF. Das ist sozusagen die Energieeinheit, die es hier gibt, ne? Und wir bekommen halt ein bisschen RF von der Windmühle. Das Problem ist, Windmühle ist aber zu wenig, um unsere Fireworkbox zu dingsen, ne? Zu aktivieren, weil, warte mal, können wir das auch hinten so anschließen. Ja, guck, da dreht es sich. Wenn wir das jetzt hier anschließen, ne? Oh, das ist eine Gearbox gewesen. Sorry, ich bin gerade ein bisschen noobie-noob-noob-like. So, das heißt, wir nehmen uns hier einfach mal ganz gechillt brumm-bam-bam eine Firework-Box und dann seht ihr, die hat nicht genug Energie, um zu schießen. Deswegen haben wir uns halt eben diesen Dings gerade eben gebaut. Diesen einen komischen Ofen da, ne? Warte, easy. Kurz das Ding hier abbauen. Das können wir, glaube ich, hier so lassen. Ich glaube, wir dürfen einfach nur nicht in die Säge reingehen. Übrigens, ne? Was ich nochmal sagen wollte, wir werden uns wahrscheinlich irgendwann eine Maschine bauen mit ganz, 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 ganz vielen Sägen, ne? Und dann werden wir da einfach so Zombies drin zerschnitzeln. Wäre das nicht cool? So eine komplette Anlage, wo wir dann die ganze Zeit Zombies zerschnitzeln und dann können wir da vielleicht ein paar Items und sowas von denen abgreifen. Das wäre mega nice. Falls ihr da Bock drauf habt, so eine Schnitzelmaschine mit diesen ganzen Sägen zu machen, weil wir wissen ja, wenn wir da dagegen laufen, ne, dann macht es ein bisschen Damage. Mal gucken, wie viel Damage das macht. Hey, das macht ja gar keinen Damage. Yo, what's going on, guys? Vielleicht, weil wir gerade eben auf Peaceful sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Normal gehen, macht es dann Damage? Oh nein, es macht keinen Damage, aber vielleicht bei Zombies oder sowas in der Art. Wir müssen es mal ausprobieren. Ich werde es mal demnächst ausprobieren. Auf jeden Fall eine sehr gute Idee. So, jetzt versuchen wir allerdings mal aus mit dem Coal Generator was zu bauen. Bin mir halt nicht sicher, wo ich gerne mein Feuerwerk hinplatzieren möchte. Vielleicht irgendwo... Oh, wollen wir den nicht einfach auf die See bauen? Irgendwie dort hinten? Wir haben ja noch ein paar Blöcke dabei. Das heißt, wir bauen uns das einfach dort hinten auf die See. Und immer wenn wir auf die See gucken, haben wir dann einfach hier immer Feuerwerke. Wäre das nicht cool? Oh Mann, ich freue mich schon richtig. Das heißt, wir werden einfach mal diese einen Blöcke, beziehungsweise dieses versunkene Schiff, was da unten wahrscheinlich ist. Oh Gott, ich sehe da gar nicht. Ich sehe da gar nicht. So, wir nehmen jetzt wahrscheinlich kurz ein paar Cobblestones.
uns. Ich weiß, es ist jetzt gerade eben nicht der hübscheste Block, den wir dabei haben, aber das Leben ist leider hart, wir müssen es halt leider hinnehmen. So, das heißt, wir nehmen jetzt hier so eine kleine Plattform, bauen wir einfach mal hin, einfach mal ein bisschen provisorisch, damit wir hier ein bisschen Platz haben, minimal, so. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen was wegmachen, dann nehmen wir hier nochmal die Emerald Pickaxe, so. Und dann dürfen wir theoretischerweise, warte mal, damit das ein bisschen symmetrisch ist, können wir ja gleich hier nochmal eine hinbauen. Das heißt, wir können in die Mitte jetzt diese Firework-Boxen hier hinbauen, so. Und links und rechts, ja, machen wir jetzt, also in die Mitte von dem Ding, machen wir den Coal Generator. So, der Coal Generator, der braucht nur Kohle. Und wenn wir hier unsere Kohle jetzt reinspeisen, dürfte theoretischerweise das Feuerwerk beginnen, weil die jetzt genug Energie bekommen, ja. Und zwar durch die Energie, die sie bekommen, dürften wir eigentlich, ja, Feuerwerke sehen. Ist das nicht cool? Das heißt, wir haben also automatische Feuerwerksmaschinen, die immer 3 Raketen schießen. Und immer, wenn wir aus unserem Haus rauskommen, ja, und einfach mal in den Himmel gucken, dann sehen wir Feuerwerke. Also, um ehrlich zu sein, ist das schon cool, ne? Also, ich meine, es ist... Wow, das sieht richtig hübsch aus. Guck dir das mal an. Das heißt, wir haben immer, wenn wir Bock drauf haben, können wir halt einfach immer das Feuerwerk hier begutachten. Vielleicht können wir es ja theoretischerweise auch einmal richtig krass übertreiben. Und dann platzieren wir 100 Stück von denen und dann können wir hier richtig großes Feuerwerk machen, ne? Falls ihr da vielleicht Bock drauf habt, da einfach mal einen Derben nach oben rufen lassen. Ja, yeah, ist auf jeden Fall voll die coole Idee, dieses Feuerwerksding, ne? Kann man auf jeden Fall ein bisschen was machen. Das Problem ist einfach nur, wir müssen wahrscheinlich demnächst auch nochmal kurz minen gehen, weil wir da nämlich ein bisschen Kohle für brauchen, ne? Oder wir werden uns irgendwann mal Solaranlagen bauen, ja? Weil wir kennen ja theoretischerweise auch die Energie dieser Sonne da benutzen, ja, weil die gibt uns ja ein bisschen Energie und Wärme ab, ne, und da können wir mal sehen, was wir machen können. So, auf jeden Fall wollten wir eigentlich heute was ganz Besonderes machen, und zwar hat uns nämlich der gute alte Thomas, genau, der hat uns nämlich verraten, wo nämlich die nächste Arena ist. Dann nehmen wir natürlich unser Kamerun kurz mit, bereiten das nochmal kurz auf den Kampf. Ich bin mir sogar nicht mal ganz sicher, ob ich alle mitnehmen möchte, aber ich werde jetzt definitiv den Kamerun erstmal heilen. Gut, gut, so. Warte mal, kann man das hier übrigens kurz ausmachen, das, was ich rechts habe? Ja, das kann man mit SDRG. Oh, und jetzt können wir theoretischerweise mal schauen, was wir machen können. Ich wäre sogar dafür, bevor wir uns sogar auf den Weg machen zu dieser komischen Arena, die im Norden ist, ja, nehmen wir uns erstmal ein paar Beeren mit, ja? Beeren im Sinne von füttern, weil die nämlich sonst alle immer ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, Probleme haben beim Dingsen, beim Essen und so. Und ich muss schon sagen, das hier alles sieht schon echt ganz schön hübsch aus. Und dafür, dass wir halt hier auch überall Feuerwerk und so haben und unsere Windmühle jetzt hier haben, also ich bin echt zufrieden mit der wunderschönen Spaßkastenwelt. Weil ich muss sagen, ich habe noch nie so hübsch gebaut wie in Spaßkasten, ne? Wir müssen uns jetzt einfach mal Richtung Norden bewegen. Das heißt, irgendwo hier dürfte die nächste Arena sein, weil die erste haben wir ja besiegt. Was mich halt eben wirklich gewundert hat bei der ersten Arena war irgendwie, dass wir irgendwie da das Problem hatten, dass wir irgendwie nichts bekommen haben. Wir haben ihn zwar besiegt, aber um ehrlich zu sein, hatte auch der gute alte Thomas nichts. Ich meine, der Thomas ist so arm, ja. Oh, was ist das denn? Junge, was ist das für eine Kiste? Hey, warum hat die Blubberblasen? Hallo, Kiste. Wow, cool. Hey, das ist eine Kiste, die sich von selber öffnet. Da ist Kubara-Jam drin, dann Solified Experience. Solified Experience kann man rechtsklick machen, dann bekommt man, glaube ich, XP. Aber ich glaube, wir behalten das sogar, weil daraus kann man nämlich sogar was craften. Guckt mal. Oh, daraus kann man eine Smiley-Cloud bauen. Oh, cool. Daraus kann man eine Wolke bauen, die lächelt. Oh, yeah. Das heißt, theoretischerweise können wir mal kurz vorbeischauen. Und später können wir mal irgendwie so eine Smiley-Cloud mal bauen. Falls ihr so eine bauen wollt, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Was ich auf jeden Fall heute noch ansprechen wollte, ist nochmal diese Sache mit dem Abonnieren. Das hat sich inzwischen echt ein bisschen gebessert. Viele Leute haben schon auf die Glocke drauf gedrückt, ja, aber ich muss es leider nochmal sagen. Ich weiß, viele Spaßkassen-Zuschauer sagen natürlich schon, Roman, ich habe doch schon die Glocke gedrückt. Also das ist doch schon alles passiert. Aber leider muss ich es immer und immer wieder sagen, damit es natürlich alle verstehen. Wir müssen weiterhin die Glocke unterstützen, ja. Falls ihr nicht wisst, was abgeht, guck mal, noch eine Kiste, lol. Wow, da ist sogar Eisen drin gewesen. Wir brauchen sogar Eisen. Oh, diese Kisten sind voll cool. Boah, schaut euch das mal an. Wir sind gerade in so einem richtig krassen Sumpfgebiet, ey. Bezüglich der Glocke, das ist halt eben ganz wichtig, dass man das sagt, weil YouTube spinnt gerade wirklich immer noch ein bisschen. Also ich persönlich, ja, ich komme ja irgendwie mit die so, oh, doch, die Kiste! Kiste, Kiste, Kiste! Leute, was ist da drin? Oh, nur Fische und ein kleines Glas. Okay, nichts Besonderes drin. Auf jeden Fall komme ich halt eben ein bisschen mit diesen Sachen nicht zurecht. Oh, guck mal, Melonen. Wollen wir vielleicht mal eine Melone mitnehmen? Dann können wir die ein bisschen anpflanzen. Ich meine, eine kleine Melone am Tag hält den Doktor fern. Und das kann man auf jeden Fall mal kurz machen. Das heißt, wir bauen die mal kurz hier mit der Axt ab, damit wir hier ein paar Melonis dabei haben. Guck mal, da hinten ist noch eine kleine Kiste. Warte mal, war das gerade eben Treibsand, wo ich gerade eben drauf war? Ich glaube, ich bin hier gerade eben in einem gefährlichen Sumpfgebiet, wo man eigentlich nicht so rumspringen sollte, wie ich das gerade tue. Aber naja, ne? Warte mal, ist das hier Treibsand so ein bisschen? Ja, ist es, glaube ich, habe ich das Gefühl. So, Pufferfisch, okay, Gold kann man theoretischerweise mal mitnehmen. Wir dürfen nur nicht in diesem komischen braunen Zeug drin stehen, weil ich nämlich das Gefühl habe, da sinken wir ein wenig ein. So,
Auf jeden Fall die Glocke drücken, wisst ihr Bescheid. Die meisten Leute wissen ja auch schon, wie das funktioniert. Hier ist ein Vulkan oder sowas in der Art. Ich wusste gar nicht, dass es Vulkane gibt. Ja, sieht eigentlich auch ganz hübsch aus. Und Dings, an die Leute, die mir gesagt haben, hey Roman, du kannst ja eigentlich die Baumstämme auch wieder gerade machen und viereckig machen. Um ehrlich zu sein, gefallen mir sogar die runden Baumstämme so ein bisschen irgendwie. Bringt es so ein bisschen diesen jugendlichen Flair in Minecraft rein. Boah, schau dich mal an. Hier, guck mal, hier ist Wasser und Lava. Und das Wasser ist auf der Lava und die Lava wird nicht zu Cobblestone. Das passiert nur, wenn die Welt so generiert wird. Das ist mega selten eigentlich. Ich finde es immer voll hübsch, ne? Wenn man irgendwie so ganz besondere Weltgenerationsdinger da hat. Finden wir hier vielleicht noch irgendwo eine Kiste oder sowas? Weil so wie es aussieht, spawnen die hier. Ich weiß nicht, von welchem Mod die kommen, aber irgendwie sind die erst erschienen. Weil ich habe nämlich ein bisschen Mod-Forschung betrieben und so ein Zeug, ne? Und habe mir natürlich auch ein bisschen alles so angesehen, weshalb ich jetzt auf jeden Fall auch die Geschichte da mit dem Firewalk und so verstanden habe. Ich habe mir das alles mal so ein bisschen angesehen. Boah, hier ist ein Tempel drin. Wollen wir uns den Tempel mal ansehen? Warte mal, mal gucken. Boah, Junge, muss man den schwer abbauen. Das sind irgendwie ganz schön schwere Stones. Ist anscheinend nicht dazu gedacht gewesen, das irgendwie abzubauen, glaube ich mal. Aber wir können ja mal kurz reinlunchen. So, hallo, mein Name ist Roman. Ich komme gerade vorbei, um zu gucken, was es hier so gibt. Okay, hier sind anscheinend irgendwie ein paar Dingsterbumster, ein paar coole kleine Heuballen und so. Hier ist ein kleiner Baum. Und so wie es aussieht, das ist hier einfach nur eine verlassene Burg, ne? Mit ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen können wir theoretischerweise mitnehmen, ne? Aber ansonsten gibt es hier ja eigentlich nicht... schau mal an. Was ist das denn? Boah, das sieht aber stark nach einer Arena aus, sage ich mal. Warte mal, aua, lol. Guck mal, hier ist sogar dieser Eingang gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie man da normalerweise reinkommt, aber guck mal, dieser Treibsand, ne, der nimmt ein bisschen rein, aber nicht komplett, ne. Man sinkt da nur ein bisschen mit den Schuhen rein. Der schlimmste Treibsand, den ich jemals hatte, der war ein Fusion Fall. An den können sich bestimmt manche noch erinnern. Der war echt ein bisschen krass. Da ist man reingegangen, dann ist man einfach sofort gestorben, wenn man einmal da drauf gegangen ist. Da bin ich ehrlich gesagt echt froh, dass ich hier noch einen normalen Treibsand habe. Ist das hier diese Arena? Warte mal, ich schaue jetzt nochmal kurz vorbei. Was haben wir denn da? Da ist eine kleine Kuh. Oh, Kiste. Warte mal. Kiste öffnen. Boom. Enderperle. Perfekt, Alter. Enderperlen sind richtig gut. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Easy peasy lemon squeezy. So, was haben wir denn hier? Können wir uns vielleicht hier reingraben? Müssen wir uns da reingraben? Ich habe übrigens gemerkt, dass unsere Pickaxe mit den Stonebricks irgendwie nicht so gut zurechtkommt. Oh, hier ist eine Pokémon-Heilstation. Warum das denn? Oh, doch, das ist eine Arena, Leute. Das ist eine Arena. Oh, doch, da ist der normale Eingang. Oh, es gibt sogar einen Keller. Kann ich in den Keller reingehen? Hallo, ist der Keller hier? Hallo, ist hier... Oh, es sieht irgendwie nicht so aus, als ob es da weitergeht. Ich glaube, ein Keller soll einfach nur ein Keller sein. Da platziert man einfach nur seine Geräte hin, die man nicht benötigt. Okay. Das heißt, wir sind also hier, haben jetzt unseren eigenen Eingang gebaut. Da war sogar ein Pisten. Wahrscheinlich konnte man das irgendwie hochziehen oder so. Das sieht irgendwie so aus, als ob das hier irgendwie so eine Naturarena ist oder sowas in der Art. Aber ich sehe hier irgendwie... Oh, Marina. Oh Gott. Lololol. Okay, warte mal, wir müssen uns kurz vorbereiten. Was haben wir denn alles dabei? Wir haben eigentlich ganz schön viel Schrott dabei, um ehrlich zu sein. Ne? Wir haben ein paar Melonen dabei. Wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. Ich glaube, ich werde mit meiner Beamgun und mit meinem Schwert mitkämpfen. Ne? Und werde wahrscheinlich meinen Kamerup benutzen. Mein Kamerup ist mit Level 28. Mal gucken, ob ich das gut hinbekommen kann. So, Marina, alles klar bei dir. Junge, die sieht einfach aus wie ein Marienkäfer. Sieht eigentlich echt cool aus, der Skin. Hi, Marina, alles klar bei dir. Hey, na du, hast du unsere Arena also herausgefordert? Bevor du jedoch zum Boss kommst. Ach, es gibt sogar noch einen Endboss. Also, das heißt, du bist gar nicht der Endboss. Musst du noch an mir vorbei? Bist du bereit, voll auf die Mütze zu kriegen? Ja, ich bin bereit. Was hast denn du für ein Pokémon? Wow, ein Ladybug, aber erst Level 18 hier. Und dann zeig ich dir mal, wie das hier funktioniert. Logis, Kamerup. Angriff, Flame Burst. Warte mal, du musst da jetzt bitte angreifen auf das Ladybug, bitte. Du musst jetzt einen kleinen Angriff starten. Oh. Also, Kamerup, dein One-Hit, den du gerade hingelegt hast, es war ja gar nicht mal so bad, ne? Also, es tut mir wirklich leid, werte Marina. Ich habe dir gerade eben 11 von deinen Raw Parries und so geholt. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe gerade dein Ladybar so schnell zerrissen, dass es nicht mal eine Sekunde Zeit hatte zu überleben. Mach's dir gut, Marina. Ich gehe dann wieder hoch. Warte mal, zack, zurück mit dir, gutes altes Kamerup. Geh dann mal zu deinem Chef, weil du scheinst irgendwie so ein schwacher Dings-Arena-Kämpfer zu sein. So, das ist aber erst die zweite. Oh, Brogger. Okay, das heißt, Brogger ist also der zweite. Ich werde einfach mal aus Sicherheitsgründen nochmal kurz heilen. Zum Glück haben die hier überall so Heilstationen aufgestellt. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Nein! Kamerup, was send to your PC? Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich gebraucht habe, um jetzt zu geruchsneutral zu seinem Computer hinzugehen und meinen Kamerup wieder zurückzuholen. Ich glaube, ich werde meine Pokémon seitdem jetzt immer zu Hause heilen, weil das hier ist irgendwie nicht so cool, die ganze Zeit seine Pokémon von seinem Computer von ganz weit hinten zu Hause wieder zurückzuholen und dann 20 Minuten dafür zu brauchen. Ist ein bisschen nervig. Naja, auf jeden Fall bist du jetzt dran, Brogger, huh? Bist du bereit? Ich bin nämlich jetzt hier nach oben gekommen. Ich habe nämlich deine kleine Freundin da ein Stockwerk unter uns, ja, durch die Treppe runter. Die habe ich zermatscht. One Hit, ja? Und du bist anscheinend hier der
Arenaleiter siehst, aber irgendwie... Ja, okay, wobei, du siehst schon aus wie ein Arenaleiter. Scheinst irgendwie so ein Käfertypi zu sein, aber jetzt pass mal auf, ja, mit deiner pinken Nase. Bist du, kleiner Zwerg, denn bereit... Okay, kleiner Zwerg würde ich jetzt direkt nicht sagen. Vielleicht bin ich der kleine Zwerg von uns beiden. Aber bist du bereit, jetzt gegen mich anzutreten? Was hältst du davon, Herr Brogger? Ach, du hast es also nach oben geschafft, ja? Dann scheinst du ja gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Bist du bereit, gegen mich um den Titel des Käfers anzutreten? Natürlich bin ich bereit. Los geht's! Was hast du? Oh, Level 70 Scherox? Oh, oh, Level 70 ist ganz schön krass. Okay, Kamaru, bist du bereit? Du musst da jetzt volle Kanone drauf gehen. Einfach ein ganz gechillter Angriff reinhauen. Oh, oh, nicht auf Brogger gehen. Nicht auf Brogger, du musst ja Scherox angreifen. Oh Gott, Alter, das Scherox sieht echt cool aus. Guckt euch mal dieses Scherox an, ey. Ich finde, das sieht so mächtig aus. Level 70, ich möchte auch so gern Scherox haben. Okay, jetzt aber auf das Scherox, bitte. Okay, schönes Ding. Oh, oh, in die Ecke gedrängt. Kamaru, du musst... Ja, nice. Oh mein Gott, Kamaru hat einfach nur geschossen. Alter, wie nice. Das war super effektiv. Wir haben einfach Level 70 Scherox getötet. Wow, du hast es geschafft. Scheint stärker als mein Käfer zu sein. Da du mich besiegt hast, bekommst du mein Caesar als Zeichen des Respektes. Oh, echt? In der Kiste oder was? Aber ich habe das gerade eben getötet. Also übergibst mir dein Scherox? Oh mein Gott, das ist so cool. Oh, ja, als Caesar Level 21. Hey, deins war Level 70. Achso, gibst du mir einfach nur den kleinen Bruder davon. Oder wie? Oh, wir haben jetzt auch ein Caesar. Oh, wie cool. Also du siehst zwar mega cool aus, aber du bist halt mega schwach. Was kannst du? Du kannst Agility, ja, mal gucken. Agilität kannst du. Du kannst Force Swipe, okay. Und dann kannst du Metallklaue und so ein Zeug, okay. Sieht ganz cool aus. Und Pursuit kannst du auch, okay. Und Fliegen kannst du auch. Siehst ja eigentlich ganz cool aus. So, vielleicht kann ich, das wäre voll cool, wenn ich auf die fliegen könnte. Vielleicht kann ich ja einen Sattel draufklemmen und dann könnten wir vielleicht irgendwann mal drauf fliegen. Wäre das nicht irgendwie cool, wenn wir so ein eigenes Flug-Pokémon hätten, was mit uns fliegen kann? Ja, kleines Scherox. Auf jeden Fall werden wir natürlich in der nächsten Folge ein bisschen herumexperimentieren mit unserem Scherox, das wir jetzt bekommen haben. War ein ganz easy Arena-Kampf. Könnte vielleicht aber auch daran liegen, weil wir sehr effektiv gegen Käfer-Pokémon waren. Deswegen war das vielleicht heute ein bisschen leichter. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns natürlich wieder in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao!